So, wir beginnen mit dem Video von Sascha und zwar heißt es Jodel. Da kann es sicherlich nur um die Jause gehen oder um die App Jodel. Okay, let's go. Schauen wir mal, was Sascha hier mit Jodel hat. Wieder soweit. Heute wird wieder gejodelt. Grüße geht raus an Nico von damals. Aber bevor wir anfangen zu jodeln, erstmal Werbung in eigener Sache. www.unsympathischer.de. Gönnt euch jetzt das Limit. Kein Joke, ich habe mir auch was bestellt bei Sascha. Also ich zahle dafür natürlich nicht, weil ich bin nicht dumm. Aber ich habe ihm auf Instagram Bescheid gegeben und Sascha gönnt mir auch an der Stelle was. Holt's euch, es ist wirklich absolute Müllscheiße. Hier der Charity-Shirt, das Sweatshirt mit buntem Stick, den neuen... Es ist allerdings ein Charity-Shirt, das kann man machen. ...den Hoodie mit buntem Stick, die Geh-weg-Fußmatte, nur solange der Vorrat reicht. Kuss an alle, die supporten. Ich würde sagen, erster Jodler, let's go. Hackfleisch kneten ist wie Tiere streicheln, nur später. Ganz Unrecht hat er nicht. Simon, esst mehr Tiere. Nur noch... Gute Aussage. ...dreimal rausgehen, dann ist Weihnachten. Dieses Jahr wünsche ich mir... Last Christmas... So, wir haben hier einmal Gamers Only's Next Level Performance, ein Köftespieß und natürlich hier Bode Sterilium. Guter Weihnachtsbaum. I give my heart. Gestern neuen Staubsauger gekauft. Freundin saugt das erste Mal und motzt. Der saugt total schlecht. Viel Glück euch. Dann solltet ihr euch ja bestens verstehen. Das war's an der Stelle mit der Beziehung. Euch beiden noch. Gibt nichts Schlimmeres als Frauen, die einen beim... Und Leute, Trimax hier. ...küssen wollen. Schwöre, chill doch. Ich hab eine Freundin. Nico? Und jetzt guck mal erst. Wo hier die Mädels rumlaufen, ja? Alter, Digga, seit Kontostand und die Zahnbürste auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, da sagt Dr. Klang von Odolmet patentiert, nehme ich. Kandidat, was würden Sie mit der Million machen? Jauch, zu den anderen legen. Günther Jauch fährt hundertprozentig Porsche Cayman S. Scheiße, Alter. Ich glaube, Günther Jauch fährt selber gar nicht, sondern Günther Jauch lässt sich an der Stelle fahren. Mit Wanderstöcken um das Haus der Ex-Düsen. Nordic Stalking. Ja gut, nicht machen. Kinder 2040. Ich würde gerne Jura studieren. Du übernimmst den YouTube-Kanal deines Vaters und damit basta. So ein Ding ist... Oh, shit, Alter. Doomed. Live. Das war Teil der Black Baby. Oh, immer meine aktiven Freunde. Habe mich erst gefragt, warum das Brot von Oma so schön weich ist. Jetzt wurde mir klar, dass ich Zitronenkuchen mit Putenbrust esse. Nee, das sowas finde ich eklig. Guten Appetit, Digga. Tinder-Date, mit dem ich mich öfters getroffen habe, ruft an und beginnt das Telefonat mit: Ich muss dir dringend was sagen. Mein erster Gedanke: Corona. Ja, Leute, ich werde Vater. Corona hätte es auch getan. Nico? Bro, ich hab die geschwängert. Ja, muss man durch. Muss man durch. Ab in Knast. Mutter. Ab in Knast, ey. Und du gehst nicht mit deinen Freunden in den Park. Bruder. Aber Mama, ich hätte... Papa brüllt aus dem Arbeitszimmer. Hätte Infektionskette. Schluss jetzt hier. Dann bleiben wir halt daheim und machen TikToks. Oh. Krass, wie viele noch genau wissen, seit wie vielen Tagen sie daheim sind. Ich bin froh, dass ich weiß, dass heute Sonntag ist. Und das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nennt man auch den YouTuber-Lifestyle. Du hast... Es ist wirklich so. Es ist so oft so. Also bei mir persönlich nicht. Ich habe einen relativ geregelten Tagesablauf. Also erzähle ich, ich bin faules Haufen. Ich kann nicht mal richtig Deutsch. 100 Likes mehr. Ich habe 100 Likes mehr. Für YouTuber ist jeder Wochentag Freitag. Yes, sir. Hi, habt ihr heute noch einen Termin zum Haare schneiden frei? Puh, schwierig. Wir hätten nächste Woche Donnerstag um 11 Uhr. Ich bin privat versichert. Was? Was? Wer wird Millionär in 50 Jahren? Welche Krise erschütterte das Jahr 2020? A. Becks-Pandemie. B. Desperados-Pandemie. Mhm. C. Corona-Pandemie. D. Paulaner-Pandemie. Ich glaube, es ist tatsächlich die Montana Black-Pandemie gewesen. Das ist schwierig, weil... Mein Vermieter verbietet meinem Vater, in Klammer Elektriker, eine Lampe zu installieren. Er beauftragt einen Elektriker dafür. Mein Vater kommt, 70 Euro berechnet. Es ist große Gehirnzeit. Große Gehirnzeit. Sascha sagt's. Auszahlung. Ein bisschen aus wie Justin. Letzte Woche. Ich, nervöses Kichern. Verabschiedungen sind so peinlich. Haha. Man weiß nie, ob man zum Kuss ansetzen soll. Drive-In-Angestellte, bitte nehmen Sie einfach Ihr Essen. Ganz schwieriges Ding, es sei denn, es ist deine Schwester und du heißt Papa Platte. Dann ist es vollkommen in Ordnung. Also ein bisschen Club-Feeling hat man ja schon, wenn man beim Einkaufen an der Einlassschlange steht und der Security-Mitarbeiter einem zunickt, dass man jetzt rein darf. Eigene Hausverbot. Ich versuche seit 2 Minuten eine Plastikverpackung aufzureißen. Meine Freundin, mit dem Aufreißen hast du es wohl nicht so. Ich...
Ist ja kompletter Self-Burn an der Stelle. An der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal... Wie Sascha die ganze Zeit diese scheiß Corona da stehen hat. ...und ich abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruder-Basis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Boah, was? Wie gruselig ist das denn? Stell dir vor, auf einmal kriecht so ein Ding. Das sieht ja aus wie eine riesige Spinne, dieser Storch, Alter. Biologie war nie so seins. Boah, guck mal das Auge, wie gruselig der aussieht. What the fuck, Alter. Justin hat einfach Angst vor einem Schwan. Oh, scheiße. Justin, alles in Ordnung? Haben wir da vielleicht eine Phobie entdeckt? Möchtest du mit Bernd Wolter reden? Nee. Pesos ist Storch Theory, Junge. Sehr stark. Heute ist endlich wieder soweit. So viel auf jeden Fall zu Sascha unsympathisch. Danke für das tolle Video. Superladen. Ich bin stolz. Ich hab gelacht, gekichert. Tolle Zeit hatten wir.